Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Fragt man die Deutschen, dann geht ihnen langsam die Geduld aus. Das zeigt der ARD-Deutschland-Trend, den wir Ihnen gestern in der Sendung präsentiert haben. Fragt man dagegen die Verhandler, dann fallen auf dem Weg zu einer neuen Regierung Begriffe wie Sorgfalt vor Schnelligkeit, kein Zeitdruck, noch ein Riesenstück Arbeit. Dabei wäre Eile durchaus geboten. Die Ziellinie liegt schon in Sichtweite. Sonntagabend wollte man eigentlich durch sein. Vielleicht gibt es ein, zwei Tage Verlängerung. Aber wer weiß das in diesen Tagen schon? Marion von Haaren jedenfalls weiß, wo sich Union und SPD nun auf der Zielgeraden befinden und welche Hürden heute genommen wurden. Wenigstens eine Koalition steht, die Koalition der Frauen. Das liegt wohl an den Themen Familie und Kinder. Immer noch vor allem Frauensache. Sehr zufrieden zeigten sich die Vertreterinnen der drei Parteien am Abend also mit ihren Ergebnissen. Zunächst finanziell 25 Euro pro Kind pro Monat. In dieser Legislaturperiode wollen wir verwirklichen. Wir wollen aber auch die Infrastruktur ausbauen. Wir haben ja 3,5 Milliarden Euro dafür vorgesehen, dass die Ganztagsbetreuung bei uns im Lande ausgebaut wird. Und das haben sie konkret vereinbart. Das Kindergeld steigt stufenweise um 25 Euro ab 2019. Der Kinderzuschlag wird erhöht, damit soll das Armutsrisiko gesenkt werden. Familiengutscheine für haushaltsnahe Dienstleistungen können vor allem Alleinerziehenden helfen. Und es soll wie in Großunternehmen eine Frauenquote im öffentlichen Dienst geben. Das betrifft Führungspositionen. Auch beim Thema Bildung Konsens. Der Streit um das leidige Kooperationsverbot beigelegt. Auch der Bund soll bald in marode Schulen investieren, sonst reine Ländersache. Wir werden in die komplette Bildungskette investieren, von der Kita über die Ganztagsschule bis hin zur beruflichen Bildung und zu unseren Universitäten. Damit haben wir, finde ich, wirklich ein Leuchtturmprojekt dieser möglichen großen Koalition. Das Bildungspaket einer möglichen GroKo sieht einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2025 in Grundschulen vor. Es soll mehr BAföG geben. Auszubildende bekommen eine Mindestvergütung und Schulen sollen digitalisiert werden. So gab es eine ganze Menge Ergebnisse in den vergangenen Tagen. Wir haben aber auch noch eine Menge an Verhandlungsbedarf in den unterschiedlichsten Bereichen. Und wir werden in den Punkten bei der Sachgrundlosenbefristung, bei der Gesundheitspolitik sicher noch in den nächsten Tagen hart verhandeln. Bis Sonntag wollen Sie sich Zeit nehmen. Zur Not auch noch bis Dienstag. Dann heißt es wohl Top oder Flop. Thomas Baumann in Berlin. Alle reden jetzt von der entscheidenden Phase. Wie sieht das denn konkret aus bei den Verhandlungen? Ja, seit heute Nachmittag stellen die Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse vor. Gerade eben trägt die Arbeitsgruppe Finanzen ihre Resultate als vorletzte AG vor. Und dann hören wir, wird eine sogenannte Dissensliste erstellt. Über die müssen sich dann die 15er-Runde oder die Runde der drei Parteichefs beugen und am Ende entscheiden. Da geht es also ums Abgleichen, ums Bewerten, ums Priorisieren, Ausformulieren und vor allem um eines, immer auf das Preisschild achten. Ja, wie passend, dass da die Kanzlerin plötzlich neue finanzielle Spielräume ausgemacht hat, oder? Ja, Herr Zamperoni, deshalb schäumt die FDP und sagt, das kann doch nicht wahr sein. Als Jamaika verhandelt wurde, da hieß es Überschüsse in Höhe von 30 Milliarden, also Verteilungssumme. Und jetzt sollen es 46 Milliarden plus X sein. Gibt es da irgendwo einen Goldesel? Im Kanzleramt und im Finanzministerium verweist man auf neue Prognosen und sagt, die Wirtschaft dürfte weiter brummen, die Aussichten sind auch mittelfristig besser als gedacht und daher die Mehreinnahmen. Das alles kommt Frau Merkel in der Tat sehr zu Pass. Sie könnte mit den erhofften Mehreinnahmen die Verteidigungspolitiker in den eigenen Reihen zufriedenstellen und die SPD pocht noch auf mehr Geld für Bildung. Klappt das denn dann bis Sonntag mit einer Einigung? Ich weiß es nicht. Ich glaube nur, keiner will wirklich eine Neuwahl. Und deshalb tippe ich, es klappt, aber eher am Montag oder in der Nacht zum Dienstag. Man wird sich nichts schenken. Wir sind gespannt. Vielen Dank, Thomas Baumann, für diese Einschätzungen. Bitte. Nur gut, 30 Kilometer sind es von hier bis zu der Insel, die Ziel- und Sehnsuchtsort vieler auf dem Kontinent gestrandeter Flüchtlinge ist. Weshalb sich in den letzten Jahren Tausende aufmachten ins französische Calais, um von hier aus irgendwie über die Verbindung Eurotunnel nach England zu gelangen. Doch Calais wurde für die allermeisten von ihnen zur Endstation.
Unter menschenunwürdigen Bedingungen hausten sie illegal in einer Zeltstadt. Ende 2016 wurde dieser berüchtigte Dschungel von Calais aufgelöst. Doch nicht alle Flüchtlinge ließen sich vertreiben. Jetzt kam es unter ihnen zu einem neuen Ausbruch von Gewalt. Sabine Rau. Der französische Innenminister unter Druck. Noch in der Nacht war Gérard Collomb nach Calais gereist, um sich persönlich ein Bild von der Lage zu machen. Wir haben 22 Verletzte, 5 mit Schussverletzungen, 4 davon in Lebensgefahr. Ich habe noch nie ein solches Ausmaß an Gewalt in Calais gesehen. Gestern Nachmittag. Flüchtlinge aus Afrika und Afghanistan gehen mit Eisenstangen aufeinander los. Es sind weit über 100. Verletzte mit blutenden Wunden liegen am Boden. Zuvor war es an anderer Stelle zu ähnlichen Szenen gekommen. Ein Afghane soll dabei auf eine Gruppe Eritreer geschossen haben. Eine neue Stufe der Gewalt. Kein spontanes Ereignis, glaubt der Innenminister. Er vermutet Schleuser als Drahtzieher und hat zusätzliche Polizeieinheiten mobilisiert. Es gibt inzwischen organisierte Banden, deren Chefs zur Gewalt anstacheln. Diese Banden müssen wir zerschlagen. Es geht um Verteilungskämpfe. Schleuser verkaufen den Flüchtlingen angeblich aussichtsreiche Plätze, um nach England zu gelangen. 550 bis 800 versuchen immer noch, von Calais aus sich dorthin durchzuschlagen. Die Schlägereien gestern waren nach einer Essensausgabe eskaliert. Hilfsorganisationen kümmern sich um die Flüchtlinge. Sie leben ohne Zelte, fließend Wasser, im Freien, trotz staatlicher Aufnahmezentren, in denen sie sich allerdings registrieren lassen müssten. Künftig will der Staat hier die Essensausgabe organisieren. Stalingrad. Dieser Ort steht bis heute für Tod, Kälte und die Grauen des Krieges. Für eine der schlimmsten Schlachten der Geschichte. Erst hatten die deutsche Wehrmacht und ihre Verbündeten die Stadt an der Wolga angegriffen und weite Teile erobert. Dann kesselten sowjetische Truppen die Deutschen in der mittlerweile völlig zerstörten Stadt ein. Am 2. Februar 1943, also heute vor genau 75 Jahren, kapitulierten die Wehrmachtssoldaten schließlich. Zehntausende kamen in Kriegsgefangenschaft. Insgesamt verloren rund 700.000 Menschen bei der Schlacht um Stalingrad ihr Leben. Dieser 75. Jahrestag, für Russland ein Anlass, im heutigen Wolgograd diesen Sieg über Nazi-Deutschland mit allem militärischen Pomp zu feiern. Birgit Pfirnig. Soldaten, Kadetten, sie alle sind gekommen, um an die Schlacht von Stalingrad zu erinnern. Auch die letzten noch lebenden Veteranen nahmen in historischen Winteruniformen der Rotarmisten an den Feierlichkeiten teil. Am Ende war die Schlacht von Stalingrad der Untergang der deutschen Wehrmacht. Für alle Veteranen, für das ganze Land ist der Sieg von Stalingrad von größter Bedeutung. Die Schlacht von Stalingrad und die Vernichtung der 6. Armee gilt als ein Wendepunkt des Zweiten Weltkrieges. Unter großen Opfern gelang es der Roten Armee, schließlich die Wehrmacht zu besiegen. Auf beiden Seiten kamen Hunderttausende Soldaten ums Leben. Angeführt wurde die Militärparade vom legendären T-34-Panzer. Doch das Militär ließ es sich nicht nehmen, auch modernste russische Kriegstechnik zu präsentieren. Und auch Präsident Putin nutzte die Gelegenheit, so kurz vor den Wahlen die patriotischen Gefühle der Russen anzusprechen. Wir stützen uns auf dieses Fundament und werden nur noch vorwärts gehen, nur noch vorwärts. Der Kreml-kritische Politologe Oreschkin kritisiert die pompösen Feierlichkeiten und die Militarisierung der russischen Gesellschaft. Ihm fehlt die Rückbesinnung auf die menschlichen Opfer des Krieges. Der große Vaterländische Krieg ist die Hauptstütze des putinschen Regimes. Und mit Verweisen auf diese glorreiche Vergangenheit lenkt es heutzutage immer wieder von den Problemen ab. So sind die Feierlichkeiten auch Teil des Wahlkampfes, so kurz vor der Präsidentschaftswahl am 18. März. Das Bundesverfassungsgericht wird sich erneut mit der rechtsextremen NPD beschäftigen. Und damit beginnen auch weitere Nachrichten mit Judith Rakers.
Der Bundesrat will die Partei von der staatlichen Parteienfinanzierung ausschließen. Die Länderkammer hat beschlossen, einen entsprechenden Antrag in Karlsruhe zu stellen. Das Verfassungsgericht hatte dazu vor einem Jahr im NPD-Urteil selbst den Anstoß gegeben. Damals hatten die Richter die Partei zwar nicht verboten, aber sie hatten auf die Möglichkeit hingewiesen, die staatliche Parteienfinanzierung zu ändern. Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie signalisieren Arbeitgeber und Gewerkschaft ihre Bereitschaft, Anfang nächster Woche an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Neben mehr Geld geht es auch um ein neues Arbeitszeitmodell. Für heute hatte die IG Metall erneut zu Warnstreiks aufgerufen. In Stuttgart beteiligten sich Daimler-Mitarbeiter am 24-stündigen Ausstand. Die Deutsche Bank schreibt zum dritten Mal in Folge rote Zahlen. Mit rund einer 500 Milliarden Euro fällt das Minus 2017 allerdings nicht so hoch aus wie in den Vorjahren. Vor allem die neuen Steuergesetze in den USA hätten die Bilanz belastet, teilte das Unternehmen in Frankfurt mit. Ungeachtet der Verluste will das Kreditinstitut die Boni für Investmentbanker zahlen. US-Präsident Trump hat die Veröffentlichung eines umstrittenen Papiers zur Russland-Affäre genehmigt. Das Schriftstück wurde von den Republikanern im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses verfasst. Es soll angebliche Verfehlungen bei den Ermittlungen der US-Bundespolizei, FBI und des Justizministeriums zeigen. Die Demokraten sprachen von einem Versuch, die Glaubwürdigkeit von Sonderermittler Mueller zu beschädigen. Beim Kentern eines Flüchtlingsbootes sind vor der libyschen Küste offenbar etwa 90 Menschen ertrunken. Das berichtet die Internationale Organisation für Migration unter Berufung auf Angaben von 3 Überlebenden. 10 Tote wurden bislang geborgen. In der vergangenen Nacht konnten dagegen diese Bootsflüchtlinge vor der libyschen Küste von einer deutschen Hilfsorganisation gerettet werden. Und zum Abschluss der Sendung jetzt noch der Blick aufs Wetter. Aber bevor wir unsere Fachfrau dazu befragen, schauen wir nach Pennsylvania in den USA, wo in der Ortschaft Punxsutawney das Murmeltier Phil wieder mal grüßte. Wie jedes Jahr am 2. Februar wurde der Nager auch heute wieder aus dem Winterschlaf gerissen und der Menge präsentiert. Und wenn Phil seinen Schatten sieht, dann bedeutet das, dass das Winterwetter noch 6 Wochen anhält. Und das war heute der Fall. Und daher die Frage an Claudia Kleinert. Liegt Phil da richtig mit seiner Prognose? Na, ich weiß nicht, der sah so ein bisschen unglücklich aus. Wäre ich wahrscheinlich auch, wenn man mich aus dem Winterschlaf geweckt hätte. Also für Deutschland stimmt das nicht so ganz. Für die nächsten 10 Tage ja. Aber weiter gucken wir nicht. Ganz so viel Murmeltier sind wir dann doch nicht. Das heißt, nächste Woche wird es kalt. Da kommt wirklich noch mal Winterwetter. Hier Temperaturen für Leipzig. Es geht so auf gerade mal rund 0 Grad tagsüber. Teilweise in Deutschland dann auch Dauerfrost. Danach wird es wahrscheinlich wieder etwas wärmer. Aber alles, was mehr als 3 Tage hinausgucken, das können wirklich nur Murmeltiere, zumindest mit einer gewissen Sicherheit. Wir trauen uns das nicht. Es kann sein, dass es noch ein bisschen länger kalt bleibt, ist aber eben nicht sicher. Sicher ist morgen nicht viel mit Sonnenschein. Gerade mal über der Mitte 1 bis 3 Stunden. Sonntag sieht es auch nicht viel besser aus. Da haben wir dann vor allem über der Mitte und im Norden Bayerns 1 bis 3 Stunden. Sonst hängen dicke Wolken herum. Und das ist das Positive für die nächste Woche. Der Montag wird schon gar nicht so schlecht. Da gibt es zum Teil 3 bis 5 Stunden Sonne. Im Nordwesten immerhin 1 bis 3 Stunden. Nur im äußersten Südwesten Baden-Württembergs unter 1 Stunde. Genauso wie von Hof bis Richtung Ostwestfalen-Lippe, Nordrhein-Westfalen. Also es wird freundlicher, es kommt trockenere, aber eben auch kältere Luft. Jetzt in der Nacht zum Teil noch etwas Regen aus Nordwesten, der mehr und mehr in Schnee übergehen wird. Trocken bleibt es am Alpenrand in Sachsen und im Westen Nordrhein-Westfalens. Das heißt Glättegefahr durch gefrierende Nässe und durch Schnee. Temperaturen sinken meist auf +2 bis -3 Grad. Morgen Vormittag über der Mitte ein bisschen Sonne, sonst dichte Wolken. Ab und zu fallen ein paar Schneeschauer, auch im Süden schneit es ab und zu. Nachmittagsverlauf dann Baden-Württemberg und Bayern auch häufiger mal Schneefall, auch wenn das nicht allzu viel sein wird. Und von Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland rüber bis nach Nordbayern immer mal wieder sonnige Abschnitte, bei aber recht kühlen 0 bis 4 Grad. Der Winter zudreht mehr und mehr auf Nordwest, von dort kommt dann die kalte Luft. Sonntag kann es noch ab und zu ein paar Flocken geben, aber auch schon erste sonnige Abschnitte. Montag wird es dann etwas freundlicher, aber kalt, bei Höchstwerten von gerade mal noch 0 bis 3 Grad. Claudia Kleinert, vielen Dank für diese Aussichten. Und das war's von uns. Jetzt sehen Sie einen Tatort mit den Dortmunder Kommissaren. Und um 1 Uhr meldet sich dann Susanne Stichler mit dem Nachtmagazin. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.